Hallo ihr Lieben, ich weiß, ihr mögt es ja alle ein bisschen schlichter, deswegen machen wir heute mal wieder ein bisschen gemächlich, wenn ich es hinkriege, ne? Wenn ich nicht wieder dann komplett übertreibe und ausraste. Heute nutze ich wieder die Papiere von Uwe. Alles, was ich verwende und die ganzen Maße findet ihr unten unter dem Video in der Infobox. Klickt einfach mal auf Mehr Anzeigen. Es kommen immer noch sehr viele Fragen, wo ihr was herbekommt. Immer unten in der Infobox. So, das ganz zum Anfang. Also ich habe einen weißen Kartenrolling und einen weißen Aufleger. Und den möchte ich mir jetzt so ein bisschen Ombre gestalten und versuche mal mein neues Stempelkissen in diesem schönen Blush-Pink-Ton und nutze hier so eine, ja, so eine Schaumstoffrolle oder was das ist. Und versuche jetzt von oben nach unten immer ein bisschen, also von dunkel nach hell zu gehen. Ich probiere es. Ich weiß nicht, ob das mit dem Stempelkissen funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, na meine Güte, nehme ich halt ein anderes. Ne? Dann habe ja noch die Oxide da und zur Not die von SU. Also einmal von oben nach unten. Das kann eine Weile dauern. Ich sehe gerade, es kommt ganz wenig an. Da muss ich wohl mal ein bisschen mehr drücken hier. Na, komm schon, gib mir Farbe. Und dann. Oh ja, doch. Aber das Schöne ist, es knallt nicht gleich sofort viel Farbe drauf. Weil es soll ja wirklich ein schöner fließender Übergang sein. Ja, das. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt schon was seht. Aber ich kann was erkennen. So, das hat wirklich eine Weile gedauert, aber alles kein Problem. Ihr geht jedes Mal in die Farbe. Nicht mit dem Roller hin und her schubbern. Da habt ihr dann immer nur auf einer Stelle, sondern immer wieder wirklich neu ansetzen und die Rolle runterziehen. Und dann halt immer wieder oben ansetzen und nach unten gehen. Und da seht ihr diesen schönen Verlauf. Und ich habe auch unten wirklich ganz, ganz wenig gemacht, dass ich eigentlich kein Weiß mehr habe, sondern wirklich dieses ganz helle Rosa. Bei euch sieht das sehr orange aus, aber das ist wirklich so ein richtig schöner, ja, Rouge-Ton. So, und jetzt bin ich am Überlegen, ich möchte gern mit einer Schablone noch so ein bisschen Paste auftragen. Und hatte jetzt zur Auswahl entweder dieses Rosa oder dieses, ja, glitzerige, durchsichtige. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sich aber mit dem hier beißt, weil das ist ja wirklich rosa-rosa und das ist so ein orange-rosa. Wir wollten es ja schlicht halten, also nehme ich das, was so durchsichtig wird und dann noch so glimmert. Ihr wisst ja, wie ich bin, ne? Ich probiere es dann immer gerne aus, also habe ich hier mir beides aufgetragen. Ihr könnt auch so einen Rosaton nehmen, ja, aber ich wollte es ja ein bisschen schlichter machen, deswegen nehme ich dieses. Und ich möchte unbedingt die neue Schablone ausprobieren, die ich mir geholt hatte. Die mit den Blümchen, die ist ja nur wirklich zuckersüß. Also mache ich die jetzt so, ja, mittig, so richtig schön von oben nach unten. Die Karte ist ja länglich, so festgeklebt. Ich hoffe, es hält jetzt einigermaßen. Ich hoffe, ich reiße mir dann da keine Farbe ab. So, und jetzt gehe ich mit einem Spachtelchen einfach hier wirklich mittig rein. Nur nicht so viel, nur nicht übertreiben. So, und dann werde ich mal meinen Föhn rausholen, damit wir das Ganze dann beschleunigen können, damit ich nicht so lange warten muss. Na, das sieht doch gut aus. Ich hätte ein bisschen hier oben noch den Zipfel mitmachen sollen. Na, dann schauen wir mal, wie das geföhnt aussieht. Wer das Galaxie-Video kennt, weiß, dass da das Gel wirklich durchsichtig war. Hier wirkt das eher silbrig. Also ich finde das Zeug wirklich faszinierend. Ich bin gespannt, wie das noch auf anderen Untergründen aussehen wird. So, ich werde das jetzt ganz normal mit Kleber aufkleben. Ihr könnt es ja gern hochsetzen. Aber da es so ein bisschen gewellt ist, das Papier, werde ich das so richtig schön anmetern. So, da fehlt natürlich noch was. Ich habe mir ein paar Blümchen rausgesucht und ein Designpapier. Habe auch erst überlegt von wegen, hey, die Blume könnte man ja eigentlich auch mal in Aquarell machen. Ja, machen wir dann auch ein anderes Mal. Denn ich will dieses Designerpapier noch nutzen, was ich hier liegen habe. Das ist ja eins von den neuen. Und ich finde diesen Ausschnitt hier unten sehr schön. Ich hoffe, das passt auch so ein bisschen und hebt sich nicht zu arg ab. Aber nö, dürfte eigentlich funktionieren. Und dann einmal durch das kleine Maschinchen. Dem muss ich auch noch einen Namen geben. Meine Große hat ja den Namen Monsterchen. Ich brauche einen Namen für die Kleinen hier. Piepsi? Ne, Piepsi ist die Mietz. Oh, das ist wirklich sehr schön. Harmoniert wirklich sehr gut miteinander, finde ich. Was ich mir jetzt auch noch überlegt habe, wäre vielleicht noch ein schöner kleiner, ja, nicht Rahmen, sondern noch so ein Untergrund für die Blume. Und habe mir jetzt hier meine Büttenrandstanzen rausgeholt.
Bin jetzt am Überlegen, welche Farbe ich nehme. Entweder weiß oder rosa. Ich muss mal schauen. Ich mache wieder einfach beides. Ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden, weil irgendwie hat mir die Farbe doch nicht so wirklich gefallen. Ja, ihr kennt das, ist es manchmal so, ne? Innerhalb von einem Fingerschnipp sagt man, oh nee, irgendwie ist das doch nicht so schön. Ich habe jetzt anderes Designerpapier genommen. Einmal dieses mit diesen Aquarell und einmal mit diesen Kirschblüten. Und nochmal die Blume in so ein Glitzerpapier. Ich packe euch alles unten rein, ne? Bevor Fragen kommen, ich packe euch alles unten rein. Und ich habe von den Büttenrandstanzen, diese länglichen hier, ne? Da habe ich das zweitkleinste genommen. Das drittkleinste ging auch, war mir dann schon wieder fast zu groß. Und jetzt möchte ich aber auch noch von diesem Nylongarn, das ist ja so cremefarben, dachte ich mir, das dann auch noch irgendwie da so mit reinzuwickeln. Ich habe es kurz probiert, es geht, es sieht ganz gut aus. So, schneiden wir hier mal ein Stückchen ab. Schwupp. Kleb mir das auf mein Stanzteil am besten. Ich gebe da einfach hinten 3D-Punkte drauf und dann kann ich ganz einfach das Band dort hinten befestigen, wenn es denn da bleibt. Schauen wir mal. Also, komm mal her, du Schätzelein. So wie dachte ich mir das jetzt? Ich glaube, so, also möchte ich das, mach mal es unten hin und nehme die beiden Enden und papp mir die hier drauf. So, und dann einmal. Jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Naja, macht nichts. Hauptsache, es guckt hier nach oben. So, einmal hier hin. Dann das andere Stückchen. Das soll hier so hin. Also brauche ich nur hier unten ein bisschen Kleber. So, dachte ich mir das. So, und jetzt diese beiden Schmuckstücke. Das ist übrigens selbstklebend. Ich gucke gerade mal. Das wäre ja eine Idee, wenn ich mir das jetzt abzuppel und dann draufpacke. Brauche ich ja keinen Kleber benutzen, aber ich würde ja hier drunter noch 3D-Punkte setzen, damit mir die Blüte hier oben nicht so nach hinten klappt. Also einmal hinten die Trägerfolie entfernen. So, einmal hier so. Dachte ich mir. Komm her. Nicht jetzt an mir kleben. Ah. Komm schon. So. 3D-Punkt sitzt schon drunter. Aber das kann hier ruhig noch ein bisschen nach oben gebogen werden. So. Das soll hier so hin. Also brauchen wir da auch ein bisschen Kleber und am besten oben auch ein 3D-Punkt, dass auch das nicht drunter hängt. So. Und unten ein bisschen anschmieren. Da so. Brauchen wir natürlich noch einen Spruch und ich finde ja diese Schrift so schön. Ich nehme jetzt für das Geburtstagskind und auch da hatte ich überlegt, in welcher Farbe ich es denn mache. Und ich glaube, ich nehme wirklich schwarz, weil mir so ein bisschen der Kontrast fehlt. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich es einfach nur so ausschneide oder ob ich es eventuell ausstanze. Mal sehen, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen mittig gesetzt. Und dann nehme ich mir jetzt mein Schwarz zur Hand. Ich habe es auch schon zurechtgeschnitten. Das ist jetzt genauso lang wie der Aufleger. Das hat mir jetzt am besten gefallen und habe es jetzt einfach nur gerade abgeschnitten. Und werde das jetzt hier unten, ja, da kann man es hinkleben. Hier brauche ich ein paar Klebepunkte. Mal gucken, ob die drauf passen oder ob das zu fett ist. Nee, die passen gut. So, einmal Klebepunkte an die eine Stelle und an der anderen Seite muss ja Kleber drauf. Ihr seht, hier habe ich mich verstempelt, habe ich dann das Blatt einfach umgedreht. Da habe ich gewackelt und es ist so doppelt geworden. Das wollte ich dann auch nicht. So, Moment. Ich klebe es jetzt erstmal an der einen Seite fest. Oh, schwupp. Und jetzt gebe ich hier ein bisschen Kleber auf, dass mir das da nicht rumwackelt. Es passiert ja auf der Karte schon sehr viel. Also vom Glitzer her. Also wird es wahrscheinlich das Durchsichtige werden und Cloud 9 eventuell mini kleine Nuvos von dem, ja, Bubblegum Blush, ich habe den Namen schon mehr vergessen, das Ivory Seashell ist raus, also einmal austoben. Ihr Lieben, wir haben fertig. Es sind jetzt doch die durchsichtigen und die Cloud 9 Punkte geworden. Ich habe jetzt doch das Rosane rausgelassen, weil ich jetzt irgendwie nicht ablenken wollte von der Blume. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Ombre-Effekt nicht mehr so zu sehen ist. Dann habe ich wahrscheinlich doch zu wenig Farbe genommen oder eventuell ist das Papier auch nicht so gut dafür geeignet. Ich muss das mal mit meinem Faltkartenpapier ausprobieren. Stellt euch jetzt einfach einen schönen Farbverlauf von dunkel nach hell im Hintergrund vor.
Ich habe auch leider hier zu wenig von der Paste genommen. Ich hätte hier oben noch gern wirklich die Ecke gehabt, weil irgendwie fehlt mir hier was. Ich wollte jetzt aber auch nicht die Nuvus hier vollsetzen. Wie ich ja vorhin schon sagte, ich bin wirklich fasziniert von diesem Gel. Es sollte transparent sein, aber durch diesen Hintergrund ist das mehr, ja, ihr seht's, silbrig geworden. Alles in allem ist die Karte eigentlich ganz niedlich, aber wie gesagt, der Hintergrund. Ah, der schöne Hintergrund. Aber ihr macht's besser. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hier seht ihr nochmal das Funkeln und eine kleine Rundfahrt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!